Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP aus dem Weinviertel ist nun an Bord. Werte Kolleginnen und Kollegen, der Personalmangel ist ein omnipräsentes Thema, aber gerade in Gesundheitsberufen, und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, ist es ein besonders problematisches. In den letzten Monaten hat diese Bundesregierung, wie hier auch im Hohen Haus, viele Maßnahmen beschlossen und gesetzt, um zum einen die in der Pflege tätigen und beschäftigten Personen zu honorieren für ihre ja tatsächlich sehr wertvolle Tätigkeit und zum anderen auch mehr Menschen für diesen Ausbildungsweg und den Berufszweig Pflege zu begeistern. So gibt es mehr Gehalt, als es auch eine zusätzliche Entlastungswoche gibt, auf die beim Bund oder bei auch in privaten Einrichtungen beschäftigten Pflegekräfte ab ihrem 43. Geburtstag. Und das unabhängig davon, wie lange sie schon im Betrieb arbeiten und beschäftigt sind. Das ist eine enorme Entlastung für doch eine sehr psychisch und physisch belastende Tätigkeit und reduziert auch für sie insgesamt die Arbeitsbelastung. Uns ist aber auch allen bewusst, um die Arbeitsbelastung insgesamt zu reduzieren, um ihnen auch entgegenzukommen, ist es notwendig, dass wir mehr Beschäftigte in den Bereich der Pflege bringen. Das heißt, ein Schwerpunkt ist es auch, die Ausbildung insgesamt zu attraktivieren. Wir haben hier gerade auch finanzielle Aspekte in den letzten Monaten und Jahren gesetzt. Denn für diejenigen, die sich umschulen lassen wollen, diejenigen, die sich aufschulen lassen wollen, ist es natürlich auch ein Faktor der Leistbarkeit, ob sie auch dies machen können. So gibt es einen Ausbildungszuschuss von 600 Euro für diejenigen, die in den Pflegeschulen sind, und ein Pflegestipendium für all jene, die von Seiten des AMS sich auch bereit erklären, in die Pflege zu gehen. Heute setzen wir einen weiteren Baustein. Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass die Pflegelehre, die wir heute hier zum Beschluss haben, die Pflegekräftesituation alleinig bessert. Aber es ist ein wichtiger Baustein, um Menschen für den Pflegebereich zu begeistern und auf eine Möglichkeit hinzuweisen, auch in die Ausbildung zu gehen in einem sehr frühen Alter. Die Lehre wird 4 bzw. 3 Jahre dauern und mit einem Lehrabschluss entweder im Pflegefach als Pflegefachassistenz enden oder als Pflegeassistenz. Und es ermöglicht auch den Zugang zur Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger in anderen Fachhochschulen oder sonstigen. Und im 4. Lehrjahr wird es bis zu einer Lehrlingsentschädigung von etwa 1.400 Euro geben. Auch das ist gerade für junge Menschen, die in den Beruf bereits einsteigen wollen, die bereits Geld verdienen wollen, ein sehr wichtiger Faktor, dass sie selbst auch Geld verdienen können. Wir haben auch die Kritik im Vorfeld gehört, gerade auch von der Gewerkschaft, wenn es der Kollege Kucher angesprochen hat, wo natürlich auch Bedenken geäußert worden sind, was dürfen Jugendliche schon am Krankenbett machen, wie ist die Situation auch im Umgang mit kranken Menschen. Und klar ist auch, und da haben wir uns auch an den Schweizern orientiert, die klare Jugendschutzrichtlinien auch hier etabliert haben. Beispielsweise, was sie dürfen bis zum Erreichen des 17. Lebensjahres. Fachgerechte Mitwirkung im Rahmen des Medikamentenmanagements, Dispensierung von Medikamenten, jedoch keine Verabreichung, Unterstützung des diplomierten Pflegepersonals durch Bereitstellung von Informationen über die zu Pflegenden. Also das sind schon sehr wertvolle Tätigkeiten, wo sie im Beruf einsteigen können, aber noch nicht gezwungen sind, direkt am Kranken zu arbeiten und natürlich auch deren Aspekt der Fähigkeit auch berücksichtigt wird. Was wir auch gehört haben von Seiten Gewerkschaft und was auch wichtig ist, auch von Seiten der Pflegeberufe, eine Durchlässigkeit zu schaffen. Und das habe ich schon erwähnt. Auch hier sichergestellt, dass der Lehrabschluss dann anschließend auch den Zugang bildet für eine Diplomausbildung. Und weil auch die Kritik im Ausschuss gekommen ist, naja, jetzt da beschließen wir das und ab Herbst soll es dann auch gelten. Es ist klar, dass bereits auch Vorarbeiten dazu geleistet werden, um dieses System einer dualen Ausbildung auch zu bewältigen können. Das heißt, dass eben entsprechend auch die Berufsschulen darauf vorbereitet sind, dass Kooperationen gestaltet werden, um dieses Modell auch gut zu forcieren. Beispielsweise nehme ich Tirol her. Hier der Unterricht in den allgemeinbildenden Pflichtgegenständen wird in der Berufsschule integriert. Für die fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenstände wird derzeit eine Kooperation mit dem Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe in Innsbruck ausgearbeitet. Also da wird sehr viel Vorarbeit geleistet, damit das auch gut gelingen kann. Ich glaube, und wir sollten auch hier diesem Modell eine gute Chance geben. Die Schweizer zeigen es vor. Und viele junge Menschen werden hier einen erfolgreichen Start auch in den Pflegeberuf haben. Dankeschön.